In meiner Heimat im Süden von Tansania gab es bisher, bis vor wenigen Jahren, kaum weiterführende Schulen. An den staatlichen Schulen sind nicht genügend Lehrer. Das Lehrmaterial ist nicht vorhanden. Junge Frauen haben kaum eine Chance, einen Schulabschluss in diesen Schulen zu machen. Mit der Kiuma Sekundarschule haben wir das Bildungsangebot in unserem Distrikt merklich verbessert. Von unseren 800 Schülern sind die Hälfte Frauen. Die Klassenräume sind gut ausgestattet. Wir haben genügend Bücher. Mittlerweile kommen die Schüler, die durch unsere Schule durchgegangen sind und jetzt mit ihrem Studium fertig geworden sind, zu uns zurück und wollen bei uns arbeiten. Es ist großartig, dass wir mit Hilfe von Deutschland die Situation in unserem Distrikt so gewaltig haben verändern können.